Bereits gestern, vor 5 Jahren, sind Letty und ich ins Krankenhaus gefahren, weil Letty gemerkt hat, oh, da stimmt etwas nicht. Und zwar mit dem Baby in ihrem Bauch, Fine. Wir sind nun also ins Krankenhaus gefahren, sind im Kreissaal gewesen, es wurden Untersuchungen durchgeführt. Und die Ärztin sagte dann auch, sie können sich darauf einstellen, auch wenn es zu früh ist, das Kind wird auf jeden Fall jetzt demnächst kommen. Und zwar per Kaiserschnitt, weil es halt eben auch eine ungünstige Lage hat. Mir wurden dann OP-Klamotten gegeben, dass ich mich umziehen kann, damit ich mit dabei sein kann. Und während ich mich umgezogen habe, hörte ich die Ärztin, die im Nebenraum Letty noch untersucht hatte, schreien, Nabelschnurvorfall, überall sprangen Türen auf. Letty wurde sofort in einen OP-Raum mit reingebracht, ich durfte nicht mit rein und nun stand ich da auf dem Flur. Es war mittlerweile mitten in der Nacht, Minuten wurden zu Stunden, zu ellenlangen Stunden. Die Zeit verging, irgendwann ging die Tür auf von dem OP und es kam eine Schwester raus, eine Hebamme, mit einem Handtuchbündel in der Hand. Und dort guckte ein blitzeblauer Fuß raus und ging gleich in den Nebenraum zum Kinderintensivmediziner. Hatte mit mir nicht gesprochen, die Tür ging wieder zu vom OP. Es dauerte wieder Ewigkeiten. Dann ging die Tür wieder auf und dann kam der Anästhesist raus, fragte mich, sind Sie Herr Siebert? Ich sag ja. Können wir uns mal kurz hier hinsetzen? Ja, können wir. Ja, Ihr Kind ist jetzt auf der Welt. Es hat leider keine Eigenatmung gehabt. Es wird gerade notfallmedizinisch betreut. Und bei dem Notkaiserschnitt hat Ihre Frau leider sehr, sehr viel Blut verloren. Man musste sich kurz schlucken, ihn gefragt, was bedeutet das? Und dann sagt er, ich muss Ihnen ganz direkt sagen, dass wir gerade um das Überleben Ihrer Tochter und Ihrer Frau kämpfen. Und in dem Moment gingen mir viele Dinge durch den Kopf. Was erzählst du den großen Kindern, die jetzt gerade zu Hause warten, dass Mama, Papa und das Baby wieder nach Hause kommen? Was erzählst du denen, wenn du alleine nach Hause kommst? Was erzählst du deiner Schwiegermutter, die gerade auf die großen Kinder aufpasst? Was erzählst du den Verwandten? Wie willst du das schaffen? Wie schaffst du das mit 2 Kindern? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was einem in dem Moment alles durch den Kopf schießt. Rausgebracht hatte ich dann nur, ich habe mich hingestellt, ich habe den Arzt an den Schultern angefasst, habe ihm ganz tief in die Augen geschaut und habe gesagt, bitte retten Sie meine Frau und mein Kind. Und dann sagte er, ja, ich werde alles dafür tun, dass wir das schaffen. Ende vom Lied ist gewesen, dass es beide natürlich geschafft haben und Fine heute ihren 5. Geburtstag feiert, unsere kleine Prinzessin. Sie ist ein sehr besonderes Kind. Und ich bin einfach der Meinung, dass wir Menschen uns viel zu viel Kraft und Energie dafür rauben, um uns auf Nichtigkeiten, Streitereien zu konzentrieren, auf Sachen, die eigentlich völlig irrelevant sind. Aber im Grunde sollten wir vielleicht einfach dankbar dafür sein, was wir als Geschenk in die Hände gereicht bekommen. Ich danke auch Gott extrem dafür, dass er damals Letty und Fine die Kraft gegeben hat, dass Fine heute ihren 5. Geburtstag feiern darf. Mein kleiner Engel, ich liebe dich über alles. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Du bist ein ganz, ganz besonderes Geschenk. Und ich möchte auch an dieser Stelle Letty danken, dass sie so viel Kraft aufgewendet hat oder so viel Kraft entwickelt hat, um das selbst auch zu überstehen und um unsere wundervolle Tochter auf die Welt zu bringen. Wir sollten wirklich froh und dankbar sein für das, was uns gegeben wird.